Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. Wir versuchen heute aus dem Lager zu entfliehen. Da war aber eine Wache. Da ist auch eine Wache. Und wir versuchen unser Zeug noch zu holen. Ich weiß noch nicht, wo das sein soll. Da sollen wir hin. Ich will aber mein Zeug, mein Kram haben. Das müsste ja hier drüben drin sein, wenn ich das richtig verstanden hatte. Wir haben keine Dietriche. Gerade mein Problem, okay. Dann will ich auf diese Art. Gucken. Bringt mir das was? Bringt mir zumindest Waffen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich brauche auch etwas wegen der Sichtbarkeit, ne? Die sollte ich versuchen. Ja. Das könnte man noch tragen. Eigentlich höchstens noch die Schuhe, ne? So, und wir können... Der fällt mir gerade so ein. Wir müssten doch hier so einen Ringelschnaps noch nehmen. Damit wird auf jeden Fall... Da war wieder die Wache. Und meine. Da steht sie wieder. Wir sollen... Ja, wir müssen ja hier irgendwie rauskommen. Entweder können wir hier durch. Indem wir irgendwie... Wird schwer. Weil durchs Tor ist mies. Was ich mir allerdings vorstellen kann. Die Wache kommt ja gleich wieder. Wenn die Wache wiederkommt, das, was sie hier ausschalten, reinbringen. Und dann sollte sie ja tot. Also, dann sollte sie nicht tot sein, also sie wirklich töten, weil wir haben. Deutsch haben wir dabei. Hier müssen wir sehen, wenn sie kommt, ne? Da kommt sie. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir sie von hinten erdolchen können. Eine Wache weniger, die uns auf den Sack gehen könnte. Wenn wir die Leiche ordentlich verstecken. So, was war denn hier für eine Kiste? Ne, ah, da sind Dietrich hier drinnen noch. Richtig gesehen, ja. Nehmen wir. Okay, da hätten wir also auch die Striche herbekommen. Was hast du noch dabei für uns? Die Axt ist wertvoll, du bist wertvoll. Ich sag's ja, guck dir an, alleine wie gut die ausgestattet sind. Na? Salami für unseren Hund, auch für unseren Hund. Können wir die Sachen eigentlich jetzt in unser Pferd packen?
Nein. Du ins Pferd auf jeden Fall. Die. Nee, können wir nicht. Wir können es höchstens fallen lassen. Ah, das ist mies. Das bedeutet, wir packen das nicht wertvolle mal in die Truhe. Sprich, du kommst in die Truhe. Auch edle Kettenhemd. Ja, obwohl das edle Kettenhemd ist schon gut wert, ne? Auch das sind 500. Was haben wir denn noch dabei? 700, 500. Irgendwas dabei, das brauchen wir. Ist auch unser 600 wert. Eieiei. Vielleicht sollte ich erstmal das anziehen, was unser ist. Hier, du kannst weg. Unser. Du kannst weg. Das ist viel zu wertvoll. Das ist viel zu wertvoll. 600. Wir hatten hier oben 700 da, ne? Ja. Packen wir mal 500 da weg. Du bist noch 600. Ja, dann können wir halt nichts mitnehmen, außer wir finden noch teurere Sachen. So. Jetzt die Frage, kommen wir hier irgendwie lang? Ja, das ist doch schon mal gut, aber da ist eine Wache, ne? Außerhalb ist eine Wache. Aha. Weil wie soll man sonst? Er hat gesagt, links lang. Und das versuchen wir gerade. Aber hier ist die Palisade. Er hat doch gesagt, links lang. Meint er so links lang? Da ist eine Wachposten. Die Frage ist, läuft die Wache? Scheint nicht. Oder doch? Was hast denn du dabei, mein Freund? Auf jeden Fall. Oh, Dörrfläche. Dörrfläche ist gut. Wieder 700. Groschen nehmen wir mit 800. Also wir sollten vielleicht das wegpacken, was weniger wert ist. 400er Wert, weg damit. 200er Wert. Gewöhnliche Pfeil. Warum haben wir ein Ding dabei? 1,4K behalten wir. 700, 700. Dann packen wir dich mal weg und schnappen uns dafür die 800er oder erstmal dich.
Tisch. Und das war's dann, ne? Zierschild, okay. Du hast ein Zierschild. Speck, meine. Ah, den Rest kann er hier behalten. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier rüberkommen. Wir sollen ja nur durchs Lager. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier runterspringen, sind wir hier drüben. Weißt du, dass hier Wachen rumgelaufen sind? Jeden, den wir töten, ist ein Erfolg. Denn die Person kann uns nicht mehr angreifen und fehlt beim Angriff. Oh, da, wir haben ein Schwein. Da kommt von der anderen Seite auch einer. Chamäleon an. Er geht weiter in die Richtung. Okay. Hier schon wieder einer. Umbringen sieht schlecht aus. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Ei, 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 ei. Er bewegt sich noch ein Stück. Ich weiß nicht, ob ich hier an der Palisade langkomme. Anscheinend schon. Gut. Aber dann habe ich hier keine Deckung. Er kommt zurück. Und er kommt zurück. Okay, jetzt muss ich mich hier mal in Deckung begeben. Um vielleicht einem hinterher zu rennen. Wenn ich ihm hinterher rennen kann und ihn töten kann. Oh. Ja, gut, wenn man so guckt, ist das natürlich. Boah. Gott sei Dank sind wir schon so gut im Schleichen. Ich hätte gerne hier eine, aber das geht anscheinend nicht. Wir müssen anscheinend wirklich außen rum. Das ist schlecht auf einer gewissen Art und Weise. Ah, den hätten wir wirklich töten können. Wir kommen hier nicht weg. Oh shit. Wir hängen hier fest. Oh nö. Haben wir uns jetzt hier wirklich festgehangen? Das gibt's doch nicht, weil es wird hell. Ich komme hier nicht raus. Ich habe mich festgebackt. Gibt's keine frei? Oh Mann, ey. Doch, natürlich. Und jetzt kommt natürlich die Wache.
Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach ja. Ich komme hier nur nicht raus. Das ist mein Problem. Aha. Du bist tot! Okay. Ich werde dich finden, du elender Hund. Also wir haben hier anscheinend so eine... Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Na, guckst du mich gerade an? Kann das sein? Ey, wir kommen ja auch nicht raus, ohne dass wir uns zu erkennen geben, ne? Wir können auch nicht zielen. Hallo, du ja. Du hast das so gewollt. Was sagt man? Wer hast du nicht drauf? Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Okay, wir... Na toll. Ja, richtig. Ich werde dich finden, elender Hund. Ja, ja, tötet mich einfach mal bitte. Du wirst leiden. Heilige Maria. Kurva, genug! Du bist stark! Was ist los? Verschone mich! Wohin könnte er geflüchtet sein? Her. Er muss hier irgendwo stecken. Keine. Okay, das hätte ich so ja gewinnen können. Stell ich gerade fest. Das hätte ich so ja gewinnen können, den Kampf. Das war so eine Posi, wo man wirklich sagen muss. Jo. Da kommt die Wache. Oh, da kommt auch eine Wache raus. Ich glaube, die Wache hinter uns kann uns gar nicht sehen. Weil wir so versteckt sind. So, also nochmal von vorne. Diesmal aber ein bisschen schneller, würde ich sagen, ne? Danke. Wir gucken nur, was Wertvolles dabei ist. Den Rest schmeißen wir weg. Dich. Und der Rest interessiert. Na, Schutztrank könnte man, Strauchdiebtrank könnte man auch noch benutzen, ja. So, wir können ganz kurz mal uns es gegen unsere Sichtbarkeit anziehen. Leider können wir nicht auf unseren Gefährten zugreifen. Was schade ist. Aber gut, so ist es nun mal.
Wir können ihn jetzt nicht töten. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Würdest du mal bitte aufstehen? Muss ich das jetzt verstehen? Toll. Weil hier kommen wir, glaube ich, nicht raus, ne? Na toll, jetzt hockt er da. Meine Gebete wurden... Oh. War's das schon? Nicht so wirklich. Aber was tot ist, ist tot. Das nehmen wir noch mit. Ja, du bist einer der billigen Leute gewesen. Halt. Können wir den noch ein bisschen in die Ecke packen? Nee, wa? Naja, dann bleibt mal da liegen. Okay. Das ging also auch. Kommt die Wache gerade zurück? Nee. Aber die würde ich auch noch gerne umbringen. Jeder, der tot ist, ist tot. So. Was für ein beklopptes Zitat. Jeder, der tot ist, ist tot. Natürlich sind die Toten tot. Aber jeder, der mir nicht mehr im Weg steht oder als Wache gerufen werden kann, weil ich ihn eliminiert habe, ist von Vorteil. Oh, ganz schnell gucken, was er dabei hat. Nimm das Dörrfleisch natürlich mit. Ja, die sind nicht schwer, würde ich behaupten. Da sonst noch was, bis auf das eine 900 da hier. Der Rest. Egal. Wenn wir an der richtigen Stelle sitzen, haben wir kein Problem damit, Leute auszuschalten. Lal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 
Wir hatten doch, wo war es hier, Strauchdiebtrank, Schlösser knacken, Diebstahl, Heimlichkeit und für 10 Minuten 5 Punkte erhöht. So. Komm, lauf weiter. Da wird halt nur keiner von vorne kommen. Nehmen wir noch was dabei, ein paar Groschen, der Rest ist auch irrelevant. Also, die sind gar nicht so gut ausgestattet, alle, wie, das ist ja das, was ich auch schon festgestellt hatte, ne? Wo kommt die denn her? Die Bane hatte ich nicht gesehen. Die bleiben da stehen. Gefällt mir nicht. Mist, jetzt kommt von hinten noch eine Wache. Ist hier einer drinne? Nö. Halt. Boah, ey, wie... Gut. Da ist sogar eine Truhe. Ist hier noch ein zweiter? Die Truhe interessiert. Ach, da kommt noch einer. Wir haben es ja nicht mal mehr so weit, oder? Nee. Da ist der Güllehaufen-Abfall. 4 Mann, die wir umgebracht haben. Immerhin 4 Mann weniger, die gegen uns kämpfen. Was mich halt stört, sind die beiden da. Allzu hoch ist die Palisade nicht. Okay, wir sind raus. Begib dich nach Rathai, triff Bischig. Wo ist denn der? Der ist dort. Hi, Hund. Wow, 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 das meinte er mit Klippen runterspringen. Eieieiei.
Wir sehen halt wieder mal nichts. Aber wir ziehen jetzt unsere Rüstung an. Du. Einundzwanziger Beine, ja, sollte passen, ne? So. Ja, der Streitkolben ist in der Hinsicht einfach viel, viel angenehmer. Ich damit einfach die Leute umbolze. Okay, das wäre dann hier runter. Den er fast versucht, einen Nachttrunk zu nehmen. Ah, hier müssen wir aufpassen. Hier ist wieder Klippe. Und wir wollen ja nicht sterben. Hier ist ein Pfad. Hätte ich gesagt. Da ist er. Boah, ich dachte gerade, der hängt da. Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahm mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gut. Wir sollten sowieso schnell die Pflege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hühn nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Mhm. Gut, ich habe aber meine Ausrüstung wieder geklaut. Ratai. Okay. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Verzeih, Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger. Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ich, saß eine Weile in Vranik fest. Aber ich weiß jetzt, was sie planen. Okay. Hui. Können wir jetzt... Es wird ausgehängt. Ah. Von wem? Raus damit, Junge. Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranik versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau. Aber es wird euch nicht gefallen. Wie das? Wir hatten eine lange Unterredung. Was? Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Vermutlich dachte er, er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zu Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich zieh ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Wie gut ist ihr Lager befestigt? Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. Drei Seiten sind unzugänglich.
Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Toss scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen. Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divish von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend gen Vranik marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bishek kümmern. Und wer ist das? Bishek kommt aus Skarnitz. Er half mir bei der Flucht und rettete mir damit das Leben. Ich versprach ihm eine Belohnung. Nun, Bishek, wenn du meinen Sohn gerettet hast, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hab Dank, Herr. Ja? Danke für die Großzügigkeit. Oh, ein Geist. Unter diesen Umständen fragen wir nicht, wie es sich zutrug, dass du bei diesen Schweinen in Vranik warst. Du gehst besser, bevor ich anfange, darüber nachzusinnen. Ja, Herr. Hab Dank, Herr. Lebt wohl, die Herren. Danke, Heinrich. Gott sei mit dir. Nimm ein gutes Mahl zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es grämt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden. Oder nicht? Wie du wünschst, Herr. Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divish, mein Sohn. Sehr gut. Machen wir wie. Okay, Punkt 1. Wir dich an. Dann Punkt 2. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Schüttelü. Aber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt.